Schock, ex-GNTM-Zicketesa muss heute von Hartz IV leben. Nach Zicke-Marge, Tessa Bergmeier, 28, wurde in der vierten Staffel der Castings Hogemanis Next Top Model zur absoluten Kultdiva gekrönt. Nachdem sie Modelmama Heidi Klum, 44, vor laufenden Kameras damals den Stinkefinger zustreckte, hatte sie ihren Namenweg. Das ist inzwischen fast 10 Jahre her und trotzdem findet sie in der Branche keinen Anschluss. Jetzt muss mit ihrer kleinen Tochter Lucky sogar von Hartz IV leben. Heute erklärte die 28-Jährige, diese Figur wurde von den Medien erschaffen. Sie gehört nicht zu mir. Die Mama einer zweijährigen Tochter beklagt sich, dass dieser Stempel vor allem ihrer Zukunft geschadet habe. Jetzt lebt die Brünette in Heimfeld von Arbeitslosengeld. Via Instagram berichtete sie, ich war lange genug eine Puppe, bereue aber nichts. Ich habe verstanden, dass ich alles habe, was ich brauche und bin heute wunschlos glücklich. Hat inzwischen ihre Modelkarriere an den Nagel hängen müssen? Kaum ein deutscher Kunde will mich buchen. Nicht mal ein Management kann ich seit mehr als 9 Jahren finden. Ich habe nun mal den Stempel schwierig, beschrieb das Model ihre schier aussichtslose Lage. Fernab von den deutschen Medien habe sie ein ganz anderes Image. In der Türkei, wo mich keiner kennt, hat man mich übrigens immer als das kleine süße lächelnde Mädchen für Werbespots gebucht. Nach all der Zeit des Schweigens will sie jetzt an das Gute im Menschen glauben und bedankt sich sogar für die Gallunge der von den Leuten erschaffenen Tessa Bergmeier-Version. Meint ihr, der Zickenstempel von Germanys Next Topmodel ist schuld an Tessas Lage? Ja klar, so konnte sie einfach nie normal in der Branche Fuß fassen. Naja, da bin ich mir nicht so sicher.